Ganz kurze Geschichte hier, weil ich kaum ein Video wert, aber ich bin nun mal gerade drüber gestolpert. Und zwar, es geht hier um, manch einer wird sich vielleicht noch erinnern, hier die Kelly Family mit ihrem Lied An Angel. Und das war ihr erster großer, wie nennt, das war der Durchbruch, genau. Ich meine, was heißt das? Ab dem Moment wird man einfach auf der großen Bühne als Produkt präsentiert. Okay, mit einem Riesenhit, hat man denn den Durchbruch? Ja, ja, man darf ab dann, man bespielt ab dann einfach die große Bühne. So, man ist Teil des Zirkus, okay? Und aus irgendeinem Grund markiert der Zirkus seine Produkte. So, da, ich kann hier nicht exakt sagen, warum, aber es ist einfach so. Wir haben das in Hunderten von Beispielen gesehen. Der Zirkus, der Club, markiert seine Produkte. So, wahrscheinlich kann man sich das ähnlich vorstellen, wie der tatsächliche Zirkus, der sein Programm gibt zur Vorstellung. Und auf dem Programm ist natürlich auch das Logo des Zirkuses. Ich weiß nicht, aber irgendwie so scheint es sich zu verhalten. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Was ich aber feststelle, ist, dass sie ihre Produkte markieren. Und ich sage und zeige dir das seit Jahren. Und hier, wir wollen uns, wie gesagt, ich bin nur kurz drüber gestolpert und dachte, ich nehme das hier kurz als Video rein, weil es geht hier, dieser Song, An Angel, das war, wie gesagt, Moment, hier, The Kelly Family, das war hier, Silly. Wo war das? Hier, Kelly Family. Hier, Videoclip from Over the Hump. So hieß das damalige Durchbruchsalbum. Over the Hump. Das war die erste Single hier, An Angel. Und wir lesen hier, um das kurz zu zeigen hier, ihren endgültigen Durchbruch erzielte sie mit ihrem, die Kelly Family, mit ihrem 1994 erschienenen Album Over the Hump, das sich allein in Deutschland rund 2,5 Millionen Mal verkaufte und 9-mal mit Gold ausgezeichnet wurde. Damit auch jeder weiß, hier, a star is born. Mit der von Paddy Kelly komponierten Single An Angel hielt sich die zu diesem Zeitpunkt aus 9 Mitgliedern bestehende Kelly Family ein Jahr lang in den deutschen Charts. So, das war ihr erster großer Hit, An Angel. Und ich möchte nun kurz den Beginn hier ansehen. Wie beginnt dieses Durchbruchsvideo dieser Band? Wir haben hier Paddy. Du erinnerst dich an das letzte Video. Ich habe dir die Rising Sun gezeigt. Die Symbolik der aufgehenden Sonne. Okay? Im Tempelkontext. Hier haben wir das erste Video. Was wir hier im Hintergrund sehen, hier der Bett, wie nennt man das? Die Bettlade, Stütze, das Kopfteil, richtig. Das Kopfteil des Bettes zeigt die aufgehende Sonne. Okay, siehst du das? Und direkt die nächste Szene zeigt uns das Einauge. Ich habe die Musik abgestellt wegen dem Copyright. Zoom in das Einauge. Nein, ich habe die Musik nicht abgestellt. Zoom in das Einauge und dann sehen wir das hier.
eine Gitarre. Really? Really? Ist das eine Gitarre? Bei diesem symbolischen Kontext, den wir jetzt schon haben, wir haben die aufgehende Sonne, die Rising Sun, wir haben das Einauge. Und das Einauge repräsentiert, wie wir aus der Vergangenheit wissen, das Einauge repräsentiert Saturn. Und nun zeigt uns der Regisseur das hier. Okay? Das hier ist Saturn. Ja, es ist eine Gitarre, ich weiß. Aber siehst du Saturn hier mit dem Ring? Für mich ist das obvious, was der Regisseur hier zeigen wollte. Und nach diesem Symbolfeuerwerk startet jetzt der Song. Und hier wieder die Rising Sun. Ja, also das ist für mich eine typische Markierung gleich zu Beginn, um ein Clubprodukt zu zeigen. Respektive, kann schon sein, dass er den Song geschrieben hat, ist jetzt in dem Bezug gar nicht so relevant. Weil es geht ja hier, wir reden von diesem Durchbruch, es geht darum, dass hier nun ein Produkt auf der großen Bühne lanciert wird. Und dieses Produkt gehört, quasi hat seinen Kanal zugewiesen bekommen, jetzt auf der großen Bühne, im Rahmen des bestehenden Zirkuses. Und das wird durch diese Symbolik gezeigt. Okay, das ist etwas, das wir lancieren. So. Ich weiß nicht, kannst du mir folgen, was ich meine? Ich meine, sie sind der Zirkus, okay? Sie sind diese ganze Show und sie geben diesen Produkten gewisse Art Slots, Ports, damit dann diese Produkte auch eine Präsenz haben auf dieser großen Bühne, in ihrem individuellen Whatever. Das spielt dann gar keine Rolle, sondern es geht darum, dass das alles zum gleichen Theater gehört, respektive am Ende des Tages unter Kontrolle ist. Und ich meine, nice ist ja auch hier das Logo. Ich kann das nicht zuordnen, aber das wird irgendein vielleicht Musiksender sein, ich weiß es nicht. Aber das hier ist auch ein weiterer Slot, ein weiteres Portal in diesem Zirkus, okay? Hier ein Fernsehsender. Aber der dient ja auch dem großen Ganzen. So. Und ich meine, das Logo dieses Fernsehsenders hier, eine Sonne, Schrägstrich, ein Stern mit Ring. Was könnte das wohl sein hier? Have you ever seen this before? No, let's waste no time. Ich meine, das ist Saturn hier, okay? Der Promotionskanal trägt das Logo vom Zirkus. Und das gezeigte Produkt selbst ist auch markiert als Produkt vom Zirkus. Und was der eigentliche Beweggrund war, diese kurze Geschichte, ja gut, es gibt dann diese Bridge hier. Und da taucht er dann plötzlich. Ja, jetzt kommt diese Bridge. Und da taucht er plötzlich nun, trägt er diese Rabenmaske. Der Rabe. Okay, der Todesbote. Ich denke, das ist auch der Kontext hier vom Lyrischen her, im Songtext. Aber es geht um den symbolischen Aspekt. Der Rabe ist natürlich, der Rabe gehört zu Saturn. Er ist der Bote Saturns, im symbolischen Sinne. So, Paddy Kelly, der den Song geschrieben hat, laut Wikipedia, trägt hier eine Rabenmaske. Ja, whatever. Wie gesagt, um zum letzten Punkt zurückzukommen, was mich dazu gebracht hat, nun dieses kurze Video hier hier kurz aufzunehmen, und was ich dir zeigen möchte, war das in Kombination mit dem
Vorschlag, den YouTube gleich als nächstes brachte, ist ja der Autoplay-Modus. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal hier klappt. Okay, der Song ist zu Ende. Dann kommt das nächste Produkt. Ja, genau. Falco Genie. Und das lief so nebenbei. Und dann fiel mir das gleich auf, habe ich das gesehen. Okay, hier beginnt das Video. Nice, nice. Was ich dir sagen, El Saturn, es beginnt mit dem Einauge, Mann. Auch dieses Video. Hier das Intro. Okay, die gleiche Idee. Wir markieren den Shit gleich zu Beginn. Genie, komm, come on. Und im Schau, Auge bitte. fängt nun die Geschichte an. Gleiche Geschichte wie bei der Kelly Family. Okay, wir haben ein Intro. Wir haben das Einauge. Dann gewisse Art der Genie, Zoom ins komm, Auge, come on. respektive im Einauge, Schau, fängt die bitte. Geschichte dann an. Und das ist vom Regiestandpunkt her die gleiche Geschichte wie hier. Okay, das ist zweimal eine identische Markierung für ein Produkt des Zirkus. Ja, nichts Weltbewegendes hier, nur ein kleines Video. Ich habe das kurz gesehen, ich dachte, ich zeige dir das schnell. Well, it's not much of a philosophy, I know. But well, fuck you. I can live my own life in my own way if I want to. Fuck off. Don't come following me. さっきキノは私より大人って言ったよね。じゃあキノは大人なの？君の言うところの大人では多分全然ないね。じゃあ子供？いや、君の言うところの子供でもないと思う。じゃあキノは一体何なの？僕はキノさ。キノって名前の男、それだけかな。そして旅をしてる。